Bühne, Lada Aniva oder so. Jetzt schnell wieder hier rein. Alter, Alter. 3BG ist das, glaube ich. Oh, wirklich, hier ist echt viel drin. Noch. Das haben wir gesehen. Ist alles drin. Heftig. Völlig krank. Prüfstandgerät. Nissan Almera. Hier ist auch nochmal so ein rote Nummern. Nee. Das hier Reifenlager, Neureifen noch. Alles Ersatzteile. Ist das krank? Junge, was? Ganz viele Riemen. Aber alles voll. Sind noch Dichtungen, Felgen. Das ist leider geil, ne? Ich find's auch richtig krass. Crazy. Heute rein geht's. Überall Autos. Da schon welche. Richtig fette Bude. Heute ist das Büro. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit dem Skinny wieder unterwegs. Richtig geisterkrank. Alter, hier schon alles mit Akten. Hier noch Sachen. Autoradio. Krass. Baderaum. Hier, guck mal, das Kalender 2017. Guck mal rein, hier stehen auf jeden Fall Hebebühnen und ein paar Autos. Hier Spinte. Hebebühne. Zwei Autos. Boah. Müssen wir mal schauen. Hier soll auch auf jeden Fall noch ein Autohaus sein. Hier liegen auch überall so noch Auspuffteile, Felgen, Werkzeug. Noch so ein Prüfstand wahrscheinlich mit dem Dings. Müssen aufpassen, hier ist direkt die Straße hinter den Fenstern. Alter Falter. Wer von euch weiß, was das ist? Auch irgendwie so ein Prüfstandgerät, ne? Boah, das Tor, das knackt. Alter Falter. Hier ist ein Lager. Ersatzteile. Ach, schon relativ durchwühlt. Gar nicht so viel leuchten, nicht, dass die uns sehen. Hier geht's auch raus. Hier ist noch ein Schrank so mit Ersatzteilen. Boah, Leute, das ist krank, ne? Das ist richtig krank. Da vorne kommt gleich noch ein riesen Autohaus mit dran. Gehen wir gleich mal rein. Ist schon wild, ne? Ich sag dir das. Hier hängt sogar noch so eine Jacke. Tore. Das ist ja echt einsichtig, ne? Wir müssen aufpassen. Das ist das hier, Alter. Krank. Alles voller Unterlagen. Leute. Das war das Büro. Hier noch ganz viele Autoradios. PC. Karteikasten. Und ganz viele Ordner. Ist so einsichtig, weil hier ist komplett Glasfront, ne? Alter, Leute, zieht euch das rein. Hier war dann quasi Kundentresen, alles. PC ist alles noch da. Und da hinten stehen schon Autos. Ist das krank. Boah, ich will hier gar nicht so in der Front stehen, ne? Hier konntest du noch so ein Plakat, wo du Felgen auswählen konntest, dahinter noch Reifen und so. Hier wahrscheinlich auch Reifenservice, alles. Da liegt noch so eine Stoßstange. Badezimmer. Boah, ich muss mich hier manchmal so ein bisschen durchstecken. Ach, schon dolle durchwühlt. Wobei, hier geht's eigentlich im Verkaufsraum, ne? Wir müssen echt gucken. Boah. Dass die uns sehen, so, ne? Hier mal hin, Alter, Alter. Leute, krank, ne? Zwei Autos noch hier. Sieht aus wie ein Passat 3C. Ne, Passat 3BG ist das, glaube ich. Ein Riesenteddy noch. Und da ist auch noch hier Kia Carnival. Prospekte.
Es war wohl ein Kia-Verkäufer hier. Vitrinen sind hier noch. Und hier ist wieder ein Raum. Oh, Büro. Alter, hier die ganzen Ordner, alle Akten zurückgelassen. Ne? Junge, was? 2019. Hier hängt ein Kalender von 2019. Merkwürdig. Weiß ich nicht, hier 2016. Ist schon wild hier. Ganz viele Karteikarten noch in dem Buch. Das hat schon gebrannt da hinten. Ich will jetzt auch gar nicht, also die Unterlagen oder so werde ich jetzt nicht durchlesen, weil, wozu? Keine Ahnung, wahrscheinlich Kundenaufträge oder so. Geht mich nichts an. Wir gucken uns lieber das ganze andere Ding an. Alter, hier liegen noch Kennzeichen. Also so, jetzt nicht richtige Kennzeichen, aber wo was draufsteht, hier ganz viele rote Nummern. Ne. Sind alles rote Nummern. Krank. Das Bild. Junge Leute, 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 wo sind wir hier? Wie heftig. Hier auch nochmal ganze Tabelle mit Felgen und sowas. Und Reifen. Ah, ist echt einsichtig, ne? Nicht, dass uns irgendwer von außen sieht. Hier ist auch stark befahren. Es ist morgens, wir sind hier direkt morgens da. Aber ey, schon wild, ne? Gucken, was es hier noch so gibt. Aber das sieht schon echt krass aus, ne? Teile, Zubehör, Kasse und Auftragsannahme. Auch ganz viele Schilder hier. Was ist das? Ah ja, okay. Das war dann Mitarbeiterküche. Hello, Alter, selbst im Kühlschrank. Hier alles noch drinne. Mal gucken hier. Berliner Krautessig. Aha. Ja, wann ist denn das? Zwiebelschmalz. Wann ist das abgelaufen? Steht nicht drauf. Boah, ist windig, ne? Puh, Leute, ist windig und jedes Geräusch, ich denke, immer kommt. Katastrophe. Hier, was ist denn das? Nivea? Creme und so? Aha. Also der Senf ist 21 abgelaufen. Pesto ist 21 abgelaufen. Also seit 2020 steht das vielleicht bestimmt schon leer. Denke ich jetzt mal, ein Kalender 2019, der andere 2017. Pesto, wie lange hält sich das? Vielleicht ein Jahr oder so? Also lassen wir es mal 21 sein. Aber ist auch hier alles schon so richtig staubig, ne? Tassen, Geschirr. Alles noch drinnen, ne? Erd. Na gut. Weiter geht's. Auch hier unten. Gucken, was hier ist. Abgeschlossen, Leute. Das heißt, wir müssen da hinten wieder rum. Wir müssen echt aufpassen, dass uns keiner sieht, ey. Ich hocke hier hinterm Tresen. Auch hier noch das Buch 2017. Aber leer. Leer, leer, leer. Hier ist abgerissen. Aber steht auch nichts drin. Kia Motors. Tangenerator. Wild, Leute. Da sind noch Bücher von Lada. Wer kennt Lada? Lada Aniva oder so. Schnell wieder hier rein. Verrückt. Jetzt sind wir hier wieder in der Halle. Zwar hier links, glaube ich, nochmal lang gehen. Gucken und da hinten geht es ja auch noch irgendwo lang. Ach Leute, ne. Krass. Das ist das Lager. Man sieht hier
alles voller Autoteile, ne? Alles Ersatzteile, ist das krank. Hier. Alles drin. Und hoch geht's auch noch, ne? Junge, was? Hier noch ganz viele Riemen und so. Aber alles voll, ne? Boah, Alter. Boah, das Skinny da hinten. Boah, was für ein Riesenlager, ne? Hier sind noch Dichtungen, Felgen, kleine. Sind das jetzt 14 Zoll oder was? Krass. Scheibenwischer. Aha. Alles voller Teile. Hier Radkappen. Krass. Radkappen? Wie beim VfL Wolfsburg? Radkappen, ja. Ey, schon wild, ne? Ich hab sowas noch nie gesehen. Ist alles drin. Alter. Heftig. Völlig krank. Völlig geisterkrank, ey. Und hier geht's noch weiter, ja. Was? Groß, groß, ne? Aha. Fernsehen noch, was? Ja, da war ich gerade. Wenn du vorm Tor rechts gehst, vorm Tor rechts und dann durch die Tür, da kommst du durch. Alter Falter. Leute. Ah, hier auch so Aktenlager, ne? Akten- und Ersatzteillager, Auspuffe, Felgen und hier noch so Stoßstangen. Alles Mögliche. Hier noch Ersatzreifen. Aber alte Computer hatten hier auf jeden Fall noch. Aber wirklich, hier ist echt viel drin. Noch Fensterscheiben. Das sind jetzt zwar nicht so von, keine Ahnung, guten Autos oder teuren Autos, die Ersatzteile, keine Alufelgen, aber trotzdem, ne, so ein komplettes Lager, ganze Autowerkstatt mit Autohaus, völlig verrückt. Völlig verrückt, was wir hier finden. So, dann gucken wir jetzt noch mal unten, da war ja auch noch ein Raum. Gucken. Hier steht auch oft so leer drauf, ne? Hier Motors leer, leer, leer. Aha. Sind auch viele Teile schon raus. Neu, ohne Kappe, Glas. Stoßstangenreste. Türschloss teilweise defekt. Ist auch gebrauchte Ersatzteile wahrscheinlich. Türen. Alter Falter. Was ist das hier? Also Dichtungen. Okay. Weiß nicht, was. Heizung? Standheizung oder halt. Nee. Lampen. Und das ist keine Ahnung. Alles Kia-Teile wahrscheinlich. Ja. Scheinwerfer noch, Blinker. Alles drin, ey. Huhu. Krass. Runter geht's. Leer, aber viele Sachen echt leer, so, ne? Aus Gummi oder was? Ja, Leute, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, ob ihr sowas schon mal gesehen habt generell. Leerstehend ich noch nicht. So mit so vielen Teilen quasi und Autos noch drin und alles. Hebebühne und Autohaus. Ich find's wild. Wirklich krass. Schauen wir mal. Was ist das hierfür? Das ist so. Kriegst andere Seite, ne? Kriegst von hier gar nicht auf, glaube ich. Oh, Auspuffteile. Oh. Aber alles Kia. Akkuschrauber.
Geht nicht mehr. Berner. Leute, ich denke echt, dass hier auch schon viel geklaut wurde. Kann ich mir vorstellen. Weil so Werkzeug und so. Ach so, von der Seite sind Ölfässer in den Dingern. Hier noch. Ist das Kabel oder Schläuche so oder was? Weiß ich nicht. Kabel, glaube ich. Sprays. Ganz viel. Wild. Okay, Leute, dann gehen wir jetzt da lang. Nach hinten und da ist ja auch noch Raum oder mehrere, keine Ahnung. Wir gucken. Aber ich find's echt interessant, ne? Muss ich echt so sagen. Sieht man auch nicht jeden Tag. Da hinten, links rum. Ich hoffe, das Bild, ich habe das extrem hell gemacht, weil es hier noch drinnen sehr dunkel ist, dass das nicht irgendwie überbelichtet ist oder so. Aber ich will halt möglichst wenig leuchten und mit GoPro. Und Licht ist ja immer so ein Ding. Ich weiß nicht, viel waren wir auch noch nicht, oder? Doch, hier sind wir reingekommen. Auch noch Teile. Und hier hinten geht's noch lang. Ist das Fenster schon eingeschlagen? Ach, guck mal an. Hier ist noch nicht eine Spiele. Ja, Nissan Almera. Da sind auch noch Sachen in den Garagen drin. Und da stehen die Autos, hier sind wir ja lang gegangen. Weiß ich nicht, ob ich da noch mal gucke, sehen wir gleich. Sieht noch gut aus von innen. Oh, so windig draußen, ne? Hat drei Hebebühnen hier drin gehabt. Reicht vollkommen aus. Aber Leute, was mir aufgefallen ist, das ganze Werkzeug, alles fehlt schon. Entweder haben sie das mitgenommen, wo der Laden geschlossen ist, was ich eher weniger glaube. Ich glaube eher, dass es geklaut wurde, alles, weil es hier auch schon relativ durchwühlt ist. Wenn man das hier so sieht, ne, ist schon die Leitungen alle. Ich glaube, die wurden alle schon abgebaut und geklaut. Auch. Hier wurde schon einiges mitgenommen. Auch hier an der Wand sieht man ja kein Werkzeug mehr. Das ist schon wild. Gucken wir mal hier noch. Jo. Ja, alles weg hier an Werkzeug, ne? Muss mich echt so hinstellen, dass mich keiner sieht. Hier ist auch nochmal so ein Computer. Ich weiß nicht genau, für was der ist. Keine Ahnung, hier sind noch Reifen. Hancock, okay. Die Winterreifen auf jeden Fall. Dort. 14. 14 ist schon ganz schön alt. Aber der hier. Weiß ich nicht, jetzt zerpflückt und Scheibe eingetreten. Tja, Leute. Ich guck jetzt mal, wo Skinny ist. Ah, ich habe mich vertan. Es sind 1, 2, 3 und dahinter 4 Hebebühnen. Jetzt mal zum Skinny, guck mal, wo der ist. Gucken, ob der noch was entdeckt hat. Und hast du noch was gefunden? Hm? Hast du noch was gefunden? So vom Standard her, ne, wenn du so Computer, Faxgeräte und so anguckst, sieht das 20 Jahre alt aus, ne? Aber. Aber hier ist irgendwo im Kalender 2019 gewesen. Das ist leider geil, ne? Ich finde es auch richtig krass. Weil du siehst es halt gar nicht sonst, ne? Das ist einfach mal komplett was anderes. Wissens, wenn nur komplett ausgeräumt. Ja. Ich meine, es ist schon ein bisschen durchwühlt, ne? Ein paar waren auf jeden Fall schon hier. Aber da musst du auch echt, da musst du der Erste sein. Und wer geht als Erstes in so eine Bude rein, ne? Oh, ja, voll die Wertschätzung schon daran schon was dran ist, ne? Stell dir mal vor, du gehst einfach bei. Noch ein Autohaus rein, das gerade zu ist und alles noch drin, was ist unberührt, denken sie. Direkt Einbruch so, ne? Aber das Ding hier ist ja echt schon länger leer. Waren auch
trotzdem nicht so viele da, ne? Also weiß ich nicht. Sonst wären es halt schon, glaube ich, noch deutlich zerstörter. Aber hier findest du schon echt noch viel. Die haben echt alles zurückgelassen. Also auch so Büro. Hier vorne alles noch voller Fußmatten. Scheint jetzt. Raus geht's, würde ich sagen. Wir gucken nochmal zu den Garagen. Auch hier hinter, ne? Alles Autoteile noch, ne? Türen, Reifen, Stoßstangen. Das sind, glaube ich, aber alles so Altreifen. Zeige ich euch nochmal schnell die Garage. Hier ist zum Glück so eine Hecke. Aber gleich kommen wir wieder ins Offene. Es sieht schon wild aus. Ne? Hier sehen die uns halt alle direkt von da. Deswegen weiß ich nicht. Ich gehe einfach mal kurz rüber. Alter. Okay. Leute, das hier Reifenlager. Das sind Neureifen noch, wa? Hier alles. Jawohl. Alles noch neue Reifen. Winter Sepp Hankook. Gute Reifen, ey. Hier neben ist auch noch einer. Aber. Hier ist so Höhlen und so. Ja. Für Winter hier Wasser. Scheinwischer, was das ist. Ja. Na gut, Leute. Dann einfach das Auto, ne? Ja. Dann würde ich sagen, richtig, richtig geile Location. Schreibt unbedingt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Mal was anderes sieht man so nicht allzu oft, oder? Ja. Ich fand's geil. Ja, und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt dran. Bis dann. Just know that I'm with you. Just know that I'm with you through it all. And I'm gonna be there. Whenever you win or if you fall.